Hey meine Duftfreunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Dufttest hier auf dem Kanal. Wir schauen uns heute, wie ich euch versprochen habe, gestern eine neue Marke an. Und zwar eine schon ein bisschen bekanntere Marke. Hier, guck mal, das Messer. Oh, kleiner Scherz. Nämlich schauen wir uns heute von Jaguar. Sind ja auch, also ursprünglich waren es relativ, ja, preiswerte Düfte, sag ich mal, fast schon teurere Düfte. Ging aber jetzt mittlerweile, kriegst du alle Jaguar-Düfte unter 20 Euro und dafür finde ich es echt günstig, sage ich jetzt mal schon fast. Und heute mit Jaguar Classic Black, dem Eau de Toilette. Ich weiß gar nicht, ob sie Eau de Parfums davon auch haben. Schauen wir uns noch an. Und dieser Duft, der hat schon ein bisschen was auf dem Buckel. Der ist nämlich schon 14 Jahre alt und ist 2009 erschienen. Also ist nichts Neues, ist nicht gerade frisch auf dem Markt oder sonst irgendwas, sondern hat seine Daseinsberechtigung schon erlangt. Und wir testen das Ganze jetzt einfach mal nur. Und als Parfümeur haben wir hier sogar auch jemanden stehen, Leute. Jaguar kann sich ein Parfümeur leisten. Kleiner Scherz, ne? So, hier ist das Ganze nochmal in der Verpackung. Schöne Verpackung. Eigentlich alles so chromfarben gehalten. Eher spiegelnd Silber. Und dann vorne ist Classic Black mit dem Jaguar-Logo. Cool. Ne, wirklich cool. Als Parfümeur haben wir hier Dominique Preissas. Den kennen wir auch schon von ein, zwei Düften, eigentlich ein sehr guter Parfümeur, deshalb erwarte ich jetzt auch ein bisschen was. So, Dominique Preissas, Release 2009 und wir schauen uns jetzt mal das Flakon an. Ich bin sehr gespannt. Oh, ich kenne es ja schon, aber ich bin jetzt wirklich gespannt. Also echt, so, wir machen das Ganze auf. Ihr seht jetzt direkt das Flakon und ich hole es mal raus. Okay. Upsala. Wow. Okay, das ganze Silberne ist alles Plastik. Hätte ich ein bisschen, man kann sogar so leicht biegen. Naja, okay. Ja, ist so ein schönes Plastikgestell außenrum, aber halt mehr dann irgendwie auch nicht. Naja, okay. Also jetzt rein, wenn man es so anschaut, wunderschön, oder? Ist echt ein schönes Flakon. Aber wenn man jetzt die Qualität dazu noch hat, ich weiß ja nicht. Schön generell, echt dieses Gestell außenrum. Wie ist die Kapsel? Kapsel wiegt was. Kapsel kann was, Leute. Okay, Kapsel, kein kompletter Klump. Ist irgendwas Metallisches drin? Oh, schön. Nee, okay, Kapsel gefällt mir. Außen, das Einzige, was mir echt nicht gefällt, hier diese dass das so irgendwie, ich weiß nicht, der wackelt alles, oder nicht alles, aber es lässt sich alles mit leichter Kraft schon bewegen. Finde ich ehrlich nicht so gut. Ansonsten schönes Flakon. Ich gebe jetzt grundsätzlich einfach mal auch, wäre das fester, dann wäre es eine 2+, easy. So gebe ich jetzt eine, komm, ich gebe eine 2+. Es ist ein schönes Ding, es ist einer der schönsten Flakons, finde ich, die wir so bisher haben, wenn man es so hinstellen würde. Es hat schon was Besonderes, außer halt dieses silberne Innere, dieses klasse schwarze. Es passt, kriegt eine 2+, ist jetzt nichts Überragendes, geht besser, geht schlechter. So, jetzt aber erstmal zur Duftpyramide, bevor ich hier schon wieder die Kapsel abmache. Wir haben in der Kopfnote Bitterorange, Mandarine und grüner Apfel. Okay, also so zitrisch, fruchtig bisschen. Okay, in der Herznote haben wir Kardamom, Muskat, maritime Noten, Rosengeranie und schwarzer Tee. Also, das klingt schon mal sehr interessant, sehr würzig, sehr aquatisch, leicht fruchtig. Schauen wir weiter. In der Basis haben wir Sandelholz, weißer Moschus, Zeder und Vetiver. Also nochmal sehr holzige Noten mit dem weißen Moschus, sowas leicht, fast schon cremiges, pudriges. Schau mal, sollen frisch, holzig, würzige Duftrichtungen ergeben und ein Frühlings- und Herbst-Alltagsduft sein, den ihr einfach immer im Frühling oder Herbst tragen könnt. Also so ein klassischer, wie ich sie nenne, Übergangsduft. Kein klassischer Winterduft, kein klassischer Sommerduft, sondern Übergangsduft. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Okay, Leute, aufs Wohl. Angenehmer zu Stäuber. Riecht gut. Hat so eine, ja, so eine frisch, holzig, würzige, schöne, aber angenehme DNA. Jetzt in der Luft. Wir schauen jetzt mal, wie das Ganze in der Kapsel riecht. Riecht nach, ja, so ein Mix aus ein paar Düften, die wir auch schon hatten, die so würzig etc. sind. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Riecht nach.
Also es hat so auch eine relativ eigene DNA, aber wir merken schon, es gibt sehr starke Ähnlichkeiten zu ein, zwei anderen Düften, die wir schon hatten. Nämlich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Geht in so eine Richtung irgendwie so ein Mix aus auch Tony Garth und Heroic Man von Larif. Nur ein bisschen qualitativer, also mir gefällt er. Er fällt auf. Oh. Ist angenehm, leicht würzig, hat was Frisches. Hat auch ein bisschen was von CK Into You For Him, finde ich. Ja, doch, 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 doch. Ist schön. Ist schön, haut mich jetzt aber nicht aus den Socken. Ah. Aber dadurch, dass er riecht, man riecht ihn. Er ist jetzt nicht nur, obwohl da viel Alkohol auch drin ist, aber nicht nur Alkohol pur vom Geruch. Boah, okay, in der Kapsel schon, aber auf der Haut geht's echt. Aber man riecht diesen Duft und er riecht angenehm. An mein Flakon haben wir jetzt eine 2 Plus gegeben. Duft gebe ich auch eine 2 Plus. Doch, ist ein schöner Duft. Kommt für mich nicht zum Beispiel ans Absolute Blue ran, also auch, obwohl das ja jetzt auch mittlerweile ein Einsteigerduft bis 20 € geworden ist, obwohl es ursprünglich eigentlich ein Duft bis 100 € ist. Also für 100 €, also unter über 50 € würde ich dafür nicht ausgeben. Aber dafür eben guter Duft, kann man tragen, angenehmer Übergangsduft, macht man nicht viel falsch. Einzig, was mich richtig stört, eigentlich sind diese Dinger hier. Das hat mir so ein bisschen den Gesamteindruck getrübt. Aber trotzdem, angenehmes Ding. Kriegt von mir eine Duftempfehlung bis 20 €. Wenn ihr ihn unter 20 € kriegt, auch wenn ihr ihn unter 30 € kriegt, könnt ihr noch zuschlagen. Max, ja, viel mehr als 40, 50 € würde ich jetzt aber dafür nicht bezahlen. Angenehm ist, dass wir hier 100 Milliliter drin haben. Auf jeden Fall wird ein bisschen was halten. Und wir sehen uns morgen wieder. Vielleicht schon beim nächsten Duft der Marke Jaguar. Immer schnell happy bleiben, immer schön dranbleiben, niemals aufgeben. Und wie gesagt, von mir Duftempfehlung bis 20 €. Was gibt Parfumo dem Ganzen? Entschuldigung, Parfumo gibt dem ganzen Duft eine 6,7. Ist okay, bisschen schlechter als ich gedacht hätte, aber ist okay. Für die Haltbarkeit auch eine 6,7, geht besser. Sillage 6,2 geht noch besser, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Dennis Sillage wie manche Larif-Düfte, die wir hatten, die auch eine 6,2 bekommen haben. Kann ich mir nicht vorstellen. Flacon 6,5, ja, ist auch in Ordnung, geht aber auch besser. Also ich finde, generell auf Parfum ist der ziemlich schlecht bewertet. Ich finde ihn schon ein bisschen besser, aber jetzt auch nichts Weltbewegendes. So, das war's mit Jaguar Classic Black. Und wir sehen uns dann morgen Mittag wieder. Immer stabil bleiben, niemals aufgeben und bis dann. Ciao, ciao.